Hallo zusammen. Im Titel steht: Ladebooster ist scheiße. Und zwar hatte ich einen Kunden hier, der kam an und hat gesagt, er hat ein neues Wohnmobil, also letztes Jahr gekauft, ein Jahr, und der Kühlschrank geht nicht mehr. Kompressorkühlschrank drin, und er hat immer Probleme damit. Auch die Batterie ist immer leer. Ja gut, am Kühlschrank lag es nicht und die Batterie war schon eine Bleibatterie, eine AGM, 95 Ampere, war schon ziemlich hinüber. Habe ich gesagt, ob er sie denn leer rumstehen lassen hat oder so. Ja, nicht bewusst, er sei neu als Camper und ja, keine Ahnung. Wir haben dann eine Lithiumbatterie eingebaut. Wenn man so eine Batterie einbaut, dann testen wir, wenn man Verbraucher einschaltet, sieht man auf dem App ja, wie viel Strom geht. Dann auch das Ladegerät eingesteckt, also Außeneinspeisung, da kamen dann knappe 19 Ampere rein. Und dann haben wir gesagt, ja, jetzt lassen wir noch einen Motor laufen. Motor laufen lassen, dann kommen 3 Ampere. 3 Ampere. Da stimmt irgendwas nicht. Da ist irgendwas mit dem Ladebooster nicht in Ordnung. Und da war ein Ladebooster verbaut von Schaut. Der Ladebooster ist gut. Der Ladebooster bringt aber nur 8 Ampere. Jetzt lief natürlich noch der Kühlschrank, ein Kompressorkühlschrank, ein bisschen Licht, 5 Ampere weg. 3 Ampere war die Restleistung, die in den Kühlschrank reinkommt. Jetzt war in diesem neuen Wohnmobil, also im Bus ausgebaut, war dieser 8 Ampere Ladebooster drin. Dieser 8 Ampere Ladebooster bringt dann 3 Ampere, von mir aus geht dann der Kühlschrank aus, dann bringt er noch 5 Ampere. Wenn ich damit eine 100 Ampere Batterie laden will, oder original war die 95 Ampere Stunden Batterie drin, mit 5 Ampere 100 Ampere reinkriegen, dann muss ich 20 Stunden fahren. Da hat der Gesunde gesagt, ja, nee, Sie sind neu als Camper und Sie haben sehr viele Wochenendausflüge gemacht, also am Wochenende irgendwo hingefahren, da gecampt, meistens auch irgendwo hingestellt, wo es nicht ganz so war, aber nicht unbedingt auf Campingplätze. Ja, und am Sonntagabend wieder nach Hause. Ja, und wie weit seid ihr gefahren? Ja, so im Umkreis von 2 Stunden. Jetzt ist er wieder nach Hause gefahren, Batterie war schon leer. Der hat dann von mir aus mit 5 Ampere geladen in die Batterie rein. Das heißt, er hat 10 Ampere in 2 Stunden reingebracht. Ja, in 2 Stunden geht die Batterie nie voll. Das heißt, die Batterie hat sulfatiert, die war permanent im Unterspannungsbereich, die war, ist einfach zu Tode gehungert. Weil dieser Ladebooster von Schaut, der ist gut, nur er liefert nur 8 Ampere. Dann hat er sein Auto der Kunde hingestellt, bis am nächsten Freitag, weil er arbeiten musste, und da war die Batterie immer noch leer. Dann ist er wieder irgendwo hingefahren, vielleicht auf dem Campingplatz, da war der Vorteil, hat er wenigstens mal eine Nacht eingesteckt, dann war die Batterie wieder oben. Ja, jetzt, was haben wir gemacht? Dieser Ladebooster. Er war verdrahtet mit 4 Quadratkabel. Also von der Batterie, also von der ersten Batterie auf den Ladebooster 4 Quadratkabel und von da auf die Zusatzbatterie auch 4 Quadratkabel. Das ist okay für 8 Ampere. Auch 15 Ampere wäre okay. Aber wenn ich dann 20 Ampere Ladebooster einbaue, da habe ich schon ein Problem. Die Kabel sind dann schon grenzwertig. Will ich einen 30 Ampere Ladebooster einbauen, dann sind die Kabel zu dünn. Dann muss ich die Kabel ersetzen, quer durch das neue Fahrzeug, und die sind so top hinten dran verlegt. Ja,
Kabel ersetzen, neue Sicherung. Ein Riesenaufwand, weil einfach von Anfang an ein zu kleiner Ladebooster eingesetzt wurde. Habe ich einen 30 Ampere Ladebooster drin, dann bringe ich wenigstens 30 Ampere rein, wenn ich eine Stunde fahre. Wenn ich aber mehr reinkriegen will, also eine leere Lithiumbatterie kann ich in 2 Stunden nicht laden, weil dann eben nur 60 Ampere reinkommen. Also brauche ich eigentlich einen 50 Ampere Ladebooster. Wir haben jetzt dem Kunden 30 Ampere eingebaut, das ist schon mal viel besser, was er hat. Und ich habe ihm gesagt, er muss einfach, wenn er zu Hause parkiert, auch das Auto mal wieder voll laden. Aber eben, neue Kabel rein, wir haben jetzt 10 Quadrat reingezogen, ist auch schon das grenzwertig gegenüber 30 Ampere Ladebooster, aber ist okay. Aus diesem Grund, Ladebooster ist scheiße. Ihr müsst einen Ladebooster haben, der euer Strom abdeckt. Es gibt noch vom alten, den Bleibatterien, Trennrolle, das geht bei Euro 6 Motoren nicht mehr. Da mache ich euch ein Video hier, was ich getestet habe an einem Iveco. Wie viel, früher hat es geheißen, ja, da kann ich eine Stunde fahren, dann sind die Batterien wieder voll. Das geht heute nicht mehr mit dem Ladebooster. Also ihr müsst einen Ladebooster haben, den euren persönlichen Energiebedarf abdeckt. Der Kunde hat dann noch gesprochen von einem Wechselrichter einbauen. Zum eine Kaffeemaschine betreiben. Ja, aber da brauche ich einfach wieder mehr Strom. Das heißt, ich brauche wieder mehr Strom aus der Batterie. Ich brauche einen stärkeren Ladebooster, der mir die Batterie lädt. Von dem her, schaut mal, wie viel das euer Ladebooster bringt. Das Schöne ist ja, wenn ihr so eine Lithiumbatterie drin habt, dann könnt ihr auf dem App schauen, wie stark lädt der Ladebooster. Wie viel lädt das Ladegerät. Und ihr seht prozentual, wie viel ist drin. Und gegenüber einer Bleibatterie, wenn ich nach Hause komme, das Auto hinstelle und die Batterie ist nicht vollgeladen, nimmt sie keinen Schaden. Eine Bleibatterie muss immer vollgeladen werden. Also wenn ihr eine Bleibatterie habt, wenn ihr nach Hause kommt, kurz laden, also kurz eine Nacht lang, oder auch wenn ihr wieder wegfährt, immer die Bleibatterie vollladen. Hier mache ich euch ein Video, was ich gemessen habe an Iveco mit dem Ladebooster. Und diese Box hier mache ich euch einen Link hier. Und zu dieser Batterie, das ist eine 100 Ampere Lithium Eisenphosphat Batterie, zeige ich euch hier unten. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag.